Und damit herzlich willkommen. Dankeschön. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Dead by Daylight. Ja, mit dabei sind wir. Ja, heute sind wir wieder komplett. Die Schrati ist wieder mit dabei. Hallöchen. Hallo Helly. Und ja, es geht direkt los. Wie krass. Ja. Und die anderen werden jetzt nicht mehr vorgestellt. Die anderen, das sind ja die alten Hasen. Ja, danke. Übrigens, achso, nur so ganz kurz, Narrow, ich höre dich ziemlich leise. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Okay. Besser so. Geht so. Also ich höre euch alle normal. Ich habe übrigens hier die eure letzten Folgen angeguckt. Ja. Und dieses Real Life war cool. Ich habe aber kein Let's Play davon gemacht. Ah, okay. Ich war mal so ein bisschen offline. Noch nicht mal ein Vlog oder so? Nee, mein Fehler, tut mir leid. Ah, aber schön, dass ihr an mich gedacht habt. Ja. Jetzt spielt ihr mal wieder gut mit mir, ne? Vorher, als allein war, so, aber jetzt. Jetzt wird's gut. Ja, und hast du diesmal mitgesungen? Warst du ja in der Karaoke-Bar? Nee, ich war tatsächlich nicht in der Karaoke-Bar. Ich war in so einer, was war denn das? Wir haben so eine Pub-Tour gemacht und wir waren in so einer Darts-Bar. Ich habe sogar gewonnen, ja. Krass. Fremde Leute herausgefordert und durch Luck gewonnen. War, glaube ich, das erste Mal, dass ich das überhaupt gespielt habe. Cool, was habt ihr denn gespielt? Oh, wie heißt denn das, dieses 500... 501? Ja, 501, ja, das haben wir gespielt. Und ich hatte am Ende tatsächlich, musste ich diese 1 außen treffen. Und ich habe das einfach auf Anhieb geschafft. Krass. Die haben mich alle angeguckt, ne? Das war so lustig. Das waren so, also. Ja. Wir haben mit zwei Arbeitskollegen gespielt und dann waren da noch drei andere, weil wir halt, ne? Also, wir mussten uns halt so eine Scheibe teilen. Okay. So Fremden. Und die waren da wohl schon öfter und die waren richtig abgefuckt. Okay. Und so, kann doch nicht sein, wir sind so gut. Also ich glaub, in dem einen Ausgang. Das ist die Huntress, ist eine Kiste und da ist eine Taschenlampe drin. Okay. Falls einer Huntress noch was haben möchte. Okay. Danke. Und Addition zu dem Darspiel, sie hat es 3,5 Jahre lang nicht mit mir gespielt und kann das trotzdem so gut. Ich bin Zeuge. Hab, glaube ich, noch nie was Alkohol so bewirkt. Du Lacker. Nee, nicht mehr. Nee, die war gerade bei meinem Generator. Ich habe extra mal verkackt. Nee. Um zu gucken, wer denn der Killer ist. Weil meine Vorwarnung ging an. Jetzt kommt sie in unsere Richtung. Jetzt kommt sie. Oh, Entschuldigung. Ja, danke, ne? Hä, wo ist denn die jetzt? Die hat mich verloren. Nee, sie suchen mich. Dich? Na ja, toll. Achso, na dann. Dann mach ich den Generator weiter. Okay, ich glaube, sie hat mich gesehen. Aber auch mich hat sie jetzt auch verloren. Jetzt hat sie jetzt Zen gefunden. Aha. Nee, sie hat mich schon wieder verloren. Haben wir den jetzt weiter? Schreit. Ich bin da schon dran. Ich dachte, ich nutze die Zeit. Ich bin gerade nicht so konzentriert irgendwie. Ich verkacke gerade die ganze Zeit. Deswegen kommt sie auch immer wieder zu mir zurück. Ah, schön. Aber schön, dass ihr dann, wenn ihr Zeit habt, schon wieder verkackt. Ja, ja. Gerne. Mach weiter so. Wann rennst du denn weg, Schrati? Gute Frage. Ah, da ist das hin. Ich würde nicht so in seine Nähe gehen, der verkackt die ganze Zeit. Kann ich von mal aufs andere Ende der Map. Oh. Eieieiei. Der hat mich gesehen. Hä, wo seid ihr denn? So, jetzt hab ich auch verkackt. Geil. Ah, hier geht auch ein Generator. Ach, jetzt sieht's. Ach, toll. Ich glaube, sie hat mich gefunden. Mach jetzt. Ja, der hat mich gefunden. Mit der Bienengenerator. Okay. Wo war denn die Kiste? Scheiße! Die ist dran vorbeigelaufen. Die ist direkt hier vorne. Oh, scheiße, das ist ganz verrückt. Gut, machst du das. Aber da ist nur eine Taschenlampe drin, ich sag's mal. Ich hab ein Medikit. Sucht die dich noch? Die, jagt mich noch, ja. Ich halt auch, aber. Hier ist die Kiste, falls es dich liegt. Ja. Ich hab sie gerade gesehen. Erstmal lieber überleben. Die kommt hier rüber. Ich hab sie gesehen. Nein, jetzt juckt schon wieder meine Nase. So ein Dreck. Sie ist wieder weg. Dann kommt sie bestimmt wieder zu mir. Oh, fuck! Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Geworfen. Und zwar gut geworfen. Krass.
Gut, dafür hat sie trotzdem sehr lange gebraucht, bis sie mal jemanden entdeckt hat. Also ich habe mich, glaube ich, zwei oder drei Mal vor der blenden sollen. Warum habe ich sie nicht versucht zu blenden, ich Affe? Ich bin in Ich bin mal gespannt, ob sie... Sag mal, was sie macht. Sie steht direkt vor mir und schlägt. Oh, sie schlägt dich. Camper! Sie hört mich auf. Wir hatten ja schon so lange keinen mehr. Ja, cool. Erster Killer, Campersau. Oh, habe ich das laut gesagt? Wie immer, ne? Ey, ernsthaft? Hat ihr vorhin den Taschenlampe dabei? Nee, aber da ist eine am Ausgang in der Kiste. Also ich stehe jetzt hier, ich stehe direkt neben den beiden. Warte mal, ich gehe mal Richtung Kiste und hole mal die Taschenlampe. Wie ich kann ihn ja jetzt einmal weg. Retten. Ich hole ihn, ich hole ihn. Hab gerettet. Okay. Voll gut, dass schon da war. Oh, soll ich dich heilen? Achso. Nee, Moment. Vorsicht, sie kommt wieder, ne? Ich bin da noch in der Nähe, ja. Die guckt sich hier noch um. Wo bist du? Oh, sie gegangen? Hat mich gesehen. Hallo. Okay, ich heile mich. Nein, kann ich dich heilen? Mein Ritual. Ja, dann komm her. Wo bist du? Warte mal, nee, sie sucht mich aber hier noch. Nee, bleib weg. Okay, ich sehe sie halt. Ich bin halt hier außen an der Map hinter so einem. Ich bin bei deinem Haken noch in der Nähe, ne? Ja, ich auch. Ich bin hier außen an so einem. Ich brauch noch Herzschlag. Okay, ich sehe sie auch noch. Ah, ich bin bei Zen. Ja, sie weiß ungefähr, wo ich bin. Ja, die sucht noch. Die sieht dich aber nicht. Pass auf, die kommt von links. Mhm. Okay, sie guckt den Kisten. Alter Vater. Oh Gott. Ich kann jetzt nicht warten, schreit sie. Ich muss mich heilen. Okay, sie hat mich, glaube ich, verloren. Ich war einfach die ganze Zeit hinter dir an dem Baum. Okay, jetzt kannst du zu diesem Generator hinter meinem Haken kommen, an dem ich hänge. Genau da, jetzt klärt er raus. Wer macht denn da jetzt einen Generator? Hallo. Ja, das muss ja auch mal hier vorangehen. Ne? Dankeschön. Fuck you! Lassen Sie mal schnell zu dritt machen. Okay. Na, mein Medikit nicht. Die Biene ist gefunden worden. Scheint jedenfalls so. Ja, dann haben wir ja Zeit. Weil ihr habt mich wieder verloren. Nur zu eurer Information. Weil ich bin gut. Information. Ja. Weil ich bin gut. Na dann. Ich hab beide Nase auf. Oh, die kommt. Sie kommt. Was? Hast du jetzt auch den Katzenperk eigentlich? Nee, ich hab die Vorwarnung. Wo ist sie denn? Da ist sie. Ja, die ist am Generator. Hallo, Killer-Lala. Der Killer ist fertig. Der Generator geil, ist fertig, ich bin den kannst du nicht mehr kaputt Ich bin am Generator geblieben und ich hab mich nicht gesehen. Wir sind hier einfach alle. Jetzt läuft sie wieder weg. Ich bin einfach so ein Baum hinter euch. Warte mal. Vor allem meine große Taschenlampe guckt an der Seite raus und ja... Das war zweideutig. Oh wei. Irgendwas mit, Biene, wie sieht's denn aus mit Generator, so letzter? Ich bin gerade so voll mich am Verstecken. Ach so. Ich geh gerade in den Keller, guck mal die Truhe. Okay, weil ich sehe gerade nämlich keinen, die sind alle schon fertig hier. Nee, ja, die sind alle hier hingerannt, hinten, wo ich bei bin. Biene, wo... Bei Biene ist einer, der ist... Oh scheiße. Okay, oh, die Ausgänge habe ich gefunden, beide. Sind irgendwie überhaupt nicht da, wo die Generatoren jetzt noch zu machen sind. Scheiße. Also hier sind noch zwei Stück und ich hatte jeden angefangen, aber die ist gerade im Keller ist eine braune Werkzeugkiste. Komm, Biene, wir machen den jetzt. Ich glaube, sie hat mich gesehen, ich weiß es aber nicht. Den hier? Stand nämlich oben auf der... Oh. Wolltest du jetzt den hier machen oder zu welchen gehst du jetzt? Warte, keine gute Idee. Alter Vater. Herr, warum hab ich denn diese heftige Melodie? Wo ist sie denn? Sie steht an dem Haus. Ja, sie ist jetzt über dem Keller. Sie steht direkt an dem Haus. Ja, komm. Ich glaub, komm, dann will ich hier machen. Da ist auch einer. Ich fahr die, soll mal weggehen. Die steht da einfach nur, die guckt da nur. Aber ich bin hier drin. Die macht gar nichts, die steht da einfach nur rum. Hey, oh, sie hat den kaputt gemacht. Hat sie jetzt aufgegeben, oder was? Ich glaub auch. Ich weiß es nicht. Also... Hallo. Hi, Zen. Hallo. Ich stehe hinter ihr. Hallo. Ich geh mal woanders. Ups, Entschuldigung. Oh, cool. Na, dann wird sie ja jetzt wahrscheinlich hier hinkommen. Ich war abgelenkt. Ich glaube wirklich, dass sie aufgibt, oder? Die hat irgendwie Internetprobleme. Weil ich stand halt gerade genau hinter ihr. Die steht da wirklich noch rum. Der hat ziemlich hier. So Psycho. Ja, da kriegt er sie wieder, ne? Ja, sie hat auch. Ja, ich musste gerade mal gucken, was sie kommt jetzt her. Nein, kommt sie nicht. Kommt jetzt her. Oh, kommt sie. Hätte auch sein können, dass sie wartet, bis wir die Ausgangsrunde schon nie versorgt haben und die dann diesen Perk hat, das man sieht. Keine Ahnung, ich bin gerade an einem Ausgang, falls jemand schon mal fertig ist. Seid ihr bald fertig?
Nein. Nein, sie ist jetzt da und generiert worden. Sie wieder weg, passt auf. Sie ist immer noch hier. Wo seid ihr? Oh, sie macht ihn gerade kaputt. Was den anderen kaputt? Ich renne hier einfach wahllos auf der Map rum. Dann such mal eher mal wahllos Generatoren. Hier kommt wieder. Oh, ich höre sie. Alter. Das sind immer Millimeter. Da. Voll. Boah. Ah, ich seh euch. Boah. Ey, wo ist die? Ich seh die nicht. Ich hab nur voll die krassen Herzklopfer, aber ich seh sie einfach die ganze Zeit. Schrati, sie ist hier. Alter, ist auch wieder. Du kannst in den Schrank gehen, der hat da gerade reingeguckt. Oh nein, sie kommt schon wieder. Ja, jetzt hat sie uns gesehen. Scheiße, jetzt hab ich eine Krähe im Kopf, fuck. Arschlon, aber sie merkt das nicht, sie hat dich, Schatz. Nein, sie hat mich mit einem Beil abgeworfen. Ich bin hier super verstanden. So. Geh einmal in den Schrank, Nero, dann ist die Krähe weg. Hallo. Vielleicht Punkte dafür bekommen. Oh, Entschuldigung. Wer kackt denn da andauernd? Sie kommt wieder. Ja, das war's. Nee, sie hat mich. So. So, ich mach schon mal einen Ausgang auf. Ja, die sind beide... Und nein, Ben, das reicht nicht mit einmal aufstehen, weil ich renne und ich hab die Krähe noch. Dann geh in... Nein, du sollst einmal in den Schrank gehen, hab ich gesagt. Ach so, ja, auch das hilft nicht. Doch, das hilft. Ich bin dran vorbeigerannt an euch. Ich mach den Ausgang links auf, links von Bienen. Ben, machst du den anderen Ausgang auf? So, ich kann, sag mir Bescheid, wenn der Ausgang auf ist, weil ich habe ja diesen Perk, dass ich einen vom Haken retten kann. Ich habe jetzt einen Viertel. Camper, muss mir nur sagen, welchen machst du denn jetzt auf? Camper, so. Der nah dran war? Der links von ihr, ja. Okay. Ja, schlag mich noch, du blöde Kuh. Aber ich kann auch noch blenden für den Fall. Nee, okay, Ausgang nicht. Offen? Kann sie nicht. Ausgang ist offen. Ich kann noch. Ich komm mal mit, ich komm mal mit her. Ich kann ja auch noch einmal gelötet werden. Alles klar, ich weiß, es wird auch schon. So. Wenn du bist. Oh, okay. Ich renne ein bisschen vor Biene. Damit die getroffen werden kann. Scheiße, mein Bild hakt. Ich kann gar nicht richtig sehen, wo ich langlaufe. Scheiße, wo bin ich? Nimm zwar deinen Baum, nein, ich liege jetzt gleich. Bist du? Am Ausgang. So, ich liege jetzt. Gott, ich guck hier gerade in den Schrank. Oh, da liegst du, okay. Kannst du rauskrabbeln? Ich bin auf dem Weg. Ich seh's, ich Biene, seh's. Du weißt, wo der Ausgang ist, Biene, ne? Biene, jetzt links, nö, links einfach. Links, 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 links. Genau, die Richtung einfach geradeaus. Jetzt immer geradeaus. Genau. Die wirft mit Äxten, ist euch klar. Ich kann nicht geradeaus, jetzt hat sie mich getroffen. Bleib mal liegen, ich halte dich hoch. Ah. Hallo. Ich glaube, die sieht nichts durch ihre Maske. Das ist das Problem. Leute, es kann sein, dass sie jetzt zu mir kommt. Ihr könntet Biene jetzt direkt holen. Nee, die steht vor mir. Weiter. Ich bin auf dem Weg. Die kämpft vor mir. Die steht direkt vor mir und sieht zu, wie ich jetzt kämpfe. Und jetzt haut sie nicht schon. So, wo seid ihr beiden? Hallo. Sen, geht das bei dir nochmal? Na, ich kann sie aber blenden nochmal. Ich kann sie blenden. Hallo. Ach, ich bin hinter Biene. Wieder daneben. Pass auf, sie kommt zurück. Kommt zurück. Oh nein, was war das denn? Oh, meine Claudette hat Selbstheilung angefangen, statt runterholen. Oh nein. Ich lieg gleich. Boah, scheiß Claudette. Okay, ich bin raus. Okay. Ich auch. Boah, Leute. Schade. Sorry, Biene. Boah, dämliche Claudette. Wieder mal ein Camperkiller. Schade, schade. Ja, echt, ne? Wir haben das echt oft. Ich glaube, die gibt's einfach zu oft. Mann. In the Face MGK. Du solltest du vielleicht mal einen neuen Namen aussuchen, weil diesen Namen dürften nur Profikiller tragen. Das bist du nicht. So, ich sende mal eine Einladung. Gerne, gerne. Ja! Haben wir Lust auf irgendeine Opfergabe wieder? Irgendeine Map oder so? Ich guck mal, ob ich irgendwas punktemäßig beisteuern kann vielleicht. Ich glaube, ich kann nichts für alle beisteuern. Ich setz mal das Glück ein bisschen hoch vielleicht. Nee, ich habe tatsächlich nur für mich selbst Blutpunkte. Ich auch nur.
Also nochmal die Frage, Lust auf eine Map? Mir ist egal. Ich habe keine Favoriten-Map so. Okay, dann mach ich mal das. Doch diese typischen Verdächtigen, die scheiße sind. Soll ich mal Head on Field machen? Auf jeden Fall nicht. Weil die immer so viel Spaß macht, ne? Die ist super. Da sind wir auch immer richtig gut zu. Oh, warte mal. Muss mal gerade das meinen Bereit wieder rausholen. Muss mal gucken, ob ich... Ey, sollen wir mal gucken, ob wir alle so einen Perk haben, dass ein Haken weniger auf der auf dem Feld ist? Nicht Perk, ich meine eine Opfergabe. Ich glaube, ich habe sowas nicht. Ich habe nur ein, dass zwei weitere Kisten da sind. Wie sieht denn das aus mit den Haken? Weißt du das, Hand? Ich guck gerade. Ich habe nur Kisten. Ich meine, das gäbe es auch, dass es einen Haken weniger gibt. Ja. Ich hab hier einen. Versteinerte Eiche besänftigt den Entitus und verhindert das Erscheinen von einem Opfer. Wie sieht denn das aus? Effekt summiert sich. Das ist so ein Ast. Und ich hab einen grünen jetzt. Ich hab das nicht. Ist das grün? Das auch nicht. Ich hab einen grünen. Ja, versteinerte Eiche. Ja, cool, dann haben wir schon zwei Haken. Eiche. Ich hab's nicht. Sehr gut. Nee, tut mir leid. Ist ja kein Thema. Aber ich hab eine Map gemacht. Ja, cool. Ich hatte das eben dreimal, als ich eben alleine gespielt habe, dass dreimal der Typ einfach ausgestiegen ist. Oh, krass. Okay. Ja. Das ist nicht so geil. Das ist fies. Na gut, ja, ich habe dreimal 5000 Blutpunkte bekommen für angeblich entkommen, aber trotzdem war das echt ätzend. Naja. Mhm. Ja, wir mussten jetzt gerade ein bisschen warten, aber das war noch im Bereich des Toleranten. Beziehungsweise zu tolerieren. Ui. Boah, Leute! Ach so sieht die Eiche aus. Ne, die hab ich tatsächlich nicht. Ja. Der arme Killer. Oh, das geheim. Also im Endeffekt geht jeder was von aufpassen. Ich hatte so ein, er kann sofort töten, Opfergabe ist. Das ich kann habe natürlich sein. Für meinen Fallensteller eine richtig krasse Opfergabe. Kein Spaß. Alle Fallen sind, das ist so Diamant irgendwas, überzogen. Oder so zum Diamantstein zum Schärfen. Wenn die in eine Falle laufen, die sofort tot. Das ist schon toll. Krass. Mhm, hab ich stimmt. Mir gesagt, mir gut. Gut. Da liegt der, aber der ist einfach direkt tot. Richtig krass. Ich kannte die gar nicht. Mega cool. Krass. Allerdings noch nie Glück erfolgreich so, eingesetzt. Mhm. Oh. Okay. Ist das eine Opfergabe oder ein Add-on? Nee, ist ein Add-on von der Falle selbst. Krass. Wobei ich, sind die dann wirklich direkt tot oder sind die im Todesmodus, wenn die da reinlaufen? Nein, tot, tot. Krass. Vor tot. Oh, ich bin direkt an dieser Scheune. Boah, ich bin bei dir, Schrati. Aber hier ist meistens eine Kiste, die gehe ich mir mal an, weil ich weiß, das ist die Huntress. Schon wieder. Schon wieder. Ja, ich höre. Lass uns hier den Generator machen. Ich bin verflucht. Hä, echt? Okay. Irgendwo ist ein Totem. Ich höre dich schon. Also läuft auf jeden Fall irgendwo da hinten rum. Die ist bei der Scheune bei uns. Ah, okay. Ich weiß nicht wo. Scheiße, sie hat mich gefunden. Nein. Ah, ich sehe euch. Nicht so früh. Ich muss mir mal eben verstecken. Bist du im Feld? Ich? Nein, noch nicht. Ja, du! Bist du im Feld? Wie sieht's aus? Verfolgt sie dich noch? Yep. Dann geh ich wieder eben zu dem Generator. Nein! Dann helfe ich dir nicht. Ja, warum? Du läufst auch irgendwie so die ganze Zeit komisch an mir rum und bist gar nicht zum Gen gelaufen. Hat's geleckt bei dir, oder? Oh, die hat auch einen Generator verflucht. Ja, das meine ich ja. Oh, Ruinfluch. Ach so, ich dachte, dass du dieses Spinnenbein über dir heißt, diese Entitusbeine. Nee, das nicht. Ich hab dieses komische. Abgehängt. Nicht, verdammt! Ich hätte sie abgehängt. Fuck. Wo ist dieses komische. Suchst du jetzt auch das Totem? Ja. Oh. Weil es natürlich jetzt nicht sinnvoll ist, wenn wir das alle machen, dann mache ich wieder Gems. Nein, du kannst auch weitersuchen, nur. Ich habe halt gerade die ganze Zeit gefailt. Aber du hast diesen. Ich habe einen Aufplopp, wenn ich einen Totem sehe, Kirk, ne? Hallo. Ich bin vorbeigerannt. Ich wette, das Ding ist im Feld.
ein verflucktes Totem hier, oder was? Ja, das ist wieder dieser Generatoren-Perk. Perk-Fluch, ich spiele gerade wieder die ganze Zeit Ringelrei mit ihr. Achso, sie verfolgt dich? Ja. Oh. Ja, dann gehe ich mal nicht in die Ecke, wo ich das gerade gesehen habe. Hallo. Abhängen können. Ich glaube, ich kann über die ganze Map gerannt. Oh fuck, jetzt bin ich auch verflucht. Oh, scheiße. Scheiße, fuck, Müssen wir sehen, wie dumm ich hier einfach über diese Map renne. Ich sehe aber auch kein normales Totem. Jetzt hat sie mich gleich. Okay, einmal hat sie mich. Wow. Hilfe. Ich laufe mal gerade. Nee, geworfen hat sie mich nicht. Also abgeworfen. Geworfen. Geworfen hat sie dich nicht? Nee, nicht hochgenommen. Geworfen hat sie mich nicht. Ach so. Sie verliert dich. Sie hat dich verloren, ja. Ben. So einmal Slam Dunk. Ich nehme mal gerade irgendwie an Seite. So wenn du gerade ausläufst, bitte bin ich. Da kann ich dich heilen hinter den Reifen. Oh, sie hat gerade geworfen. Totem. Hä? Ach, ich verdammt. Ich bin einmal durch die Map gerannt. Kein Bock mehr. Ich hänge auch noch direkt an einem liege auch noch direkt an einem Haken. Wunderbar. Cool. Ja. Warte mal, wo? Der hält vor meiner Nase, verdammt. Ja, dann kannst du ihn ja retten. Leute, kommt mal schnell. Ich könnte sie wahrscheinlich gleich ablenken. Dann könnt ihr sie runterholen. Je nachdem, ne, ob sie campt oder nicht, kannst du ja gleich. Okay, sie guckt gerade im Schränkel. Ich hab den Generator verkackt. Wenn sie zur Scheune läuft. Sie läuft jetzt in deine Richtung, Kamil. Ich glaube, sie hat dich gesehen. Nee, tut sie nicht. Nein, das bin ich nicht! Achso. Ich bin doch hier. Wer ist das? Oh, Scheiße. Annika! Du bist so ein Lappen. Was läufst du denn auch zu Ben? Ich glaube, sie jagt mich. Ja, sie jagt jetzt mich. Jetzt auch im Feld, falls sie mich sucht. Ich dachte, ich suche nochmal Tote. Ich glaube, ich sage, dass ich das scheiß Tote nicht finde. Oh. Hä? Locker gibt's das Tote nicht. Scheiße. Ja, dann hänge ich jetzt zum zweiten Mal. Oder ist, ich dachte gerade, ich hätte die Luke gefunden, aber kann ja gar nicht. Alter, haben wir einfach noch keinen Haken gemacht? Keinen Generator. Generator. Nee, leider nicht. Ich wollte die ganze Zeit suchen. Kacke halt die ganze Zeit. Hä, du hängst schon wieder? Dabei habe ich so lange Fangen mit ihr gespielt. Ja toll, jetzt steht sie einfach hier oben rum, oder was? Campersau, Campersau. Ist das wieder die gleiche, oder was? Jetzt wäre eine gute... Jetzt wäre ein guter Moment. Ah, nee, holt ihn! Ich lenk sie ab! Hol einer, Benny! Ist auf dem Weg? Sinn! Ich renne. Oh, falsche sorry. Richtung. Ihr seid irgendwie neben mir. Kamil. Nee, nee. Falsch was herum. Denn? Oh Gott, die ist hinter mir, die ist hinter mir. Kommt. Nee, was? Komm du mal bitte. Oh Leute, ich hab sie doch so gut abgelegt. Ach so, ihr habt ja beide den gleichen Skin. Komm doch nicht hin, sie steht jetzt davor. Feige, du bist eine Camperin. Eine Camperin bist du. Fuck. Wir sind jetzt alle drei hier. Ich hab sie wieder hinter mir. Gehst jetzt rette ihn doch mal. Leute, redet doch mit mir bitte. Rette ihn. Oh, nein. Scheiße, ich bin verletzt. Rette ihn, jemand! Ich heil mich jetzt erstmal. Er ist schon runter. Nero, du kannst ihn heilen. Komm mal her. Na, komm ich jetzt auf den Hügel? Ja, ich komm auf den Hügel! Ich bin hier direkt la, 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 la. Komm mal her. Ach, cool. Was hab ich denn da für ein blaues Auge jetzt unten in der Ecke bei das mir? Das ist Annikas Perk, wenn sie hängt. Ich hol sie. Wir sehen runter. Uns jetzt alle. Ich hab sie. Tschüss, renn. Wo ist dieses scheiß Totem, ich lauf, verdammt? Ich kann mich selber rein. Müssen wir jetzt mal hier Generatoren gut. machen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Geht jetzt oben auf dem Hügel und geht zur Scheune. Na toll, da bin ich reingelaufen. Nein. Der Scheune, der Generator ist halt schon relativ weit. Boah, wenn man bloß dieses verfickte Totem hinter dir ist eine Kiste. Da ist eine Taschenlampe drin. Nimm sie die mal bitte, das ist eine gelbe Taschenlampe. Ich kann mit einer Taschenlampe nicht umgehen. Ich auch nicht, aber ist doch egal. Ich hab ihn gefunden! Ich hab das Totem gefunden! Ihn? Dann gib ihn! Oh, scheiße! Ich geh wieder zu Biene. Ich geh auch. Also, ich komme auch. Bin schon on my way. Wobei gut, Nero, ich dann höchstens. Totem und dann direkt schon ein Generator. Wobei ich höchstens. Ich abhängen könnte, Eck. Weil. Ablenken, ich hing ja schon zweimal. Du hast dir nichts. Ach nee, du hast die Taschenlampe nicht genommen. Hier, sie ist weggelaufen, Leute. Ja. Die kämpft man ausnahmsweise nicht. Moment, die ist neben mir, ich hol dich.
Ja, sie kommt wieder zurück, sie kommt wieder zurück. No risk, no fun. Okay. Ach, das gibt's doch nicht. Warum weiß sie immer, wo ich bin? Oh, vergiss es. Du bist genau vor mir hingefallen. Hallo. So, ich bin jetzt auch tot, Kinder. Scheiße. Mal wieder. Heute ist nicht mein Tag. Dine, vielleicht solltest du mal gucken, dass du die Perks bekommst, dass wenn du verletzt bist, dass du dann nicht hörbar bist. Wie soll ich die bekommen, wenn ich die nicht in meinem Blutnetz habe? Freispielen oder freikaufen? Ich habe noch nicht einen gehabt. Hm. Die gibt's halt manchmal in dem Schrein. Und dann erscheinen die in deinem Blutnetz. Generator ja, fertig. Einfach die ganze Zeit hier an diesem blöden Generator rum, ne? Komm zu mir. Du bist eins zur Hälfte. Meiner ist zu einem guten Drittel. Nero, wo war denn das Totem? Danke fürs Ablenken, Dina. Ja. Das Totem war da, wo ich gerade den Generator gemacht habe. Okay. So siehst du. Kommt schon wieder hierhin zurück, ey. Die läuft wirklich immer total straight die Gens ab. Ja, die kommt nein! Ey, das gibt's doch nicht! Hä? Oh, ihr wart genau bei mir. Ich renne euch mal hinterher. Ja, ich bin tot, wenn sie mich jetzt noch einmal trifft. Hast du schon gewiggelt? Ja. Oh, das war ein krasser Backflip. Du hingst schon zweimal. Ich hing schon zweimal. Scheiße. Tut mir leid. Ja, kann man nichts machen. Die ist halt so ein halber Camper gewesen, ne? Mist. Scheiße. Wieder bei dem Generator. Dieses Totem hat uns halt einfach extrem viel Zeit gekostet. Das stimmt wohl. Mach hier gerade einen. Aber ich faile. Danke. Fängt sie das ab. Sie kommt von links. Ja, ich hab's schon wieder, ich hab schon wieder gesungen. Von wo? Ja, von da. Jetzt ist sie weg. Da? Ach, hier bist du. Ja, da bin ich. Cheerio. Versteck dich mal auf der anderen Seite vielleicht. Hinter euch. Kommt schon wieder. Also hinter Kascha. Kommt. Schrati. Kommt. Ja, bin ja schon weg. Ist wieder weg. Jetzt ist sie rechts von dir. Doch. Ja, ich höre halt ihren Gesang immer aus der Richtung, wo sie gerade kommt. Jetzt ist sie quasi frontal zu dir. Also nicht zu deinem Blickfeld, sondern zu deiner Figur. Ja, genau. Aber echt hartnäckig. Ich oder sie? Oh, ihr beide, also. Ich bin auch hartnäckig, ich will den jetzt gemacht haben. Und die geht dann halt immer direkt weg, das ist halt cool. Das sind gleich noch der nächste Generator, den man machen kann. Ich glaube. Ja, genau aus der Richtung, wo jetzt sein Sichtfeld ist, kommt sie gerade. Jetzt ist sie von links, ja. Jetzt ist sie hinter dir. Ich glaube, da wo es zum Keller geht, da ist noch einer. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Haben wir den in der Scheune gemacht? Glaube nicht. Also ich war noch nicht da. Da haben wir halt angefangen. Ah, hier ist auch einer. Bei der Scheune ist noch einer.
Nero hat gesagt, dass der in der Scheune schon ziemlich weit wäre, oder? Da ist sie übrigens gerade gewesen. Gesagt, aber ja, sie kommt jetzt nicht mehr Scheune. Der hat den halt vorhin mehrmals zerstört, so, als ich dort war und gefailt habe. Oh, Vorsicht, sie rennt komplett durch. Ich glaube, sie hat... Boah. Alter. Was für ein Lacker. Ich lag, ne? Ich weiß halt jetzt, dass ich hier bin, aber... Kommt auch gleich wieder. Geht sie in der Scheune gucken? Ja, ja. Da kommt sie schon. Aber sie geht in der, ins Feld. Sie geht ins Feld. Das ist cool. Nero, machst du auch einen Generator? Nee, ich komme in deine Richtung. Gut. Also vor der Scheune. Ah ja, da bist du. Hallo. Kommt. Das kommt oh, erst recht. Hat gerade bei mir ein Fähigkeitscheck angefangen. I did not oh, Nero ist gefunden. Ich hab mich gefunden. Alter, ist sie schnell. Schaffst du? Hinkst du schon mal? Boah, zum Glück. Nein. Gut, gut ausgewichen. Aber sie ist auch nicht doof. Kennt die Tricks. Na, boah. Alter. Jetzt etwa. Jetzt nicht boah, mehr hast du ein Glück. Hast du ein Glück. Pass auf, dass sie das nicht hört, ne? Wo ist Kill? Das hört sie. Wenn du es weiter schaffst wegzurennen, kann ich gleich versuchen, irgendwann aufzuhören. Hättest du dich jetzt nicht geheilt, dann wärst du in Sicherheit gewesen. Hinter der Scheune den Ausgang mache ich auf. Mist. Ich versuch's trotzdem Feuer aufzumachen hier. Fuck. Bin auf dem Berg. Da kann ich glaube, sie wird mich jetzt lassen. Jetzt kämpft sie bestimmt. Ja, genau an der gleichen Stelle hat sie gerade eben bei mir auch die ganze Zeit gecampt und geguckt. Wow. Okay. Du siehst ja aber, dass ich hier gerade den Ausgang aufmache. Du ja, weißt, ja, was ja, ist. Ich komm. Ha, die geht runter. Ist sie runter gewesen, ja. Ja, der hat, glaube ich, gesehen, dass der Ausgang aufgegangen ist. Ja, dann komm mal her. Renn einfach direkt. Nee, die sieht das nicht, wenn der Ausgang aufgeht, ja. Ja, aber von hier oben siehst du das. Du siehst halt hier das Tor und dass das aufgeht, das meine ich. Nicht von wegen, die hat eine Push-Nachricht bekommen, hey, Tor ist offen, sondern. Lass am besten Nero vorlaufen. Nero ist in die Scheune gerannt. Nein. Nero, komm bitte einfach. Ich bin jetzt am Ausgang und die verfolgt mich. Also ich muss jetzt halt rausgehen. Ah. Ah, tschüss. Es warf nach mir. Es kommt wieder in deine Richtung. Es hört dich. Renn! Oh, du bist manchmal der größte Lappen, den ich kenne. Alter, ja, renn außenrum, klar. Was für eine Sache. Alter! Oh nein, du musst wieder zurückgehen. Ach nee, bei mir bist du weitergerannt draußen, ohne dass dieser Abspann kam gerade. Ich dachte, das ist ein Bug, den ich auch mal hatte. Ja, mach's halt nicht so spannend, ne? Aber wenigstens habe ich eine Taschenlampe, juhu. Danke für die Hilfe. Ja. Ja, war eine coole Runde. Ja, das auf jeden Fall. Ja, die nächste Folge, denke ich mal, morgen, übermorgen, wann auch immer. Wir machen das ziemlich random. Mhm. Und, random. Ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da und ein Abo für der Nero, der hat ja auch einen Kanal, wo der die Videos immer hochlädt. Und würde ich sagen, wir vier sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich glaube, wir nehmen jetzt noch eine auf, oder? Ja, doch. Ja, ich auf jeden Fall. Ja. Biene? Ja. Okay, ja, dann. Eine motivierte Folge. Okay, ja, dann macht's gut. Lasst es euch noch besser gehen und
Ciao. Tschüss. Ciao.